Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Wir wagen es jetzt in die Höhle zu gehen, weil wir sollen irgendeinem weißen Drachen da helfen, der sich so ein bisschen bekämpft mit irgendeiner Meuchelnatter und ich bin voller Vorfreude auf diesen Gegner. Also, wer jetzt die letzten Folgen gesehen hat, der weiß ja, dass es im Vierjahreszeitenwald ein bisschen härter zugeht als davor. Zum Beispiel nicht allein wegen diesen netten Viecherchen. Unser Angriff und so sollte sich jetzt zwar ein bisschen erhöht haben, weil wir jetzt praktisch neue Waffen, also die Waffen hochgelevelt haben und neue Kleidung anhaben, aber ein Zuckerschlecken ist das hier immer noch nicht. Also irgendwann wird es auch einen Zeitpunkt geben, wo wir bei diesen Gegnern sagen werden, ach, das sind übelst die einfachen Deppen, aber der Zeitpunkt liegt noch weit in der Zukunft. Zum Beispiel, weil der Depp hier immer diese Krabbenklauen auf uns schmeißt. Ich hoffe, dass wir es. Und diese Erdkriecher, die sind beschissen. Ich möchte weg. Danke. Ja. Ja, wir müssen jetzt einfach da durch und wir schaffen das schon irgendwie. Ja. Da sind Minos. Die Minos, wer die Viecher nicht kennt, eine Folge ist, glaube ich, nach denen benannt worden. Weil diese Kriecheräule da haut die mal raus. Und ja, die sind halt übelst beschissen, einfach nur. Jetzt inzwischen schaffen wir es ein bisschen schneller, die zu erledigen, weil wir natürlich auch höhere Waffen und praktisch ein bisschen stärker sind, aber. Es ist immer noch nicht, dass man sagen würde, oh, das sind einfache Gegner. Warum ich die Gegner ein bisschen zerstöre, ist, wir haben letztes Mal nicht gelevelt und wir haben zwei Waffen, also eine Waffe komplett für jeden und Layla ist gerade noch dabei, den Bumerang aufzuleveln. Deswegen zerstöre ich hier ein bisschen die Gegner. Außerdem hoffe ich, dass wir noch ein Level aufsteigen, bevor wir zum Gegner müssen, zum Endgegner. Ich habe ja irgendwann gesagt, dass ich gerne mit zocke. Schon bei 150 mit den TP wäre und bei Piri praktisch bei 200. Das war irgendwie beim Lavatempel, gell? Ist jetzt schon ein bisschen her. Ja, hier brauchen wir lustigerweise die Peitsche. Das ist hier jetzt immer so ein Rumgewechsel zwischen Axt und Peitsche, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Jetzt kommen die anderen zwei Deppen mal her. So, jetzt springen wir mal darüber. Kommt mit. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich renne euch einfach davon. Haha. Ja. Brauchen wir wieder die Peitsche, unseren Freund und Helfer. Hier müssen wir nach da unten. Was ist da? Boah, ich kenne mich da gerade gar nicht aus. Ich weiß, ich kann irgendwo eine Minimap aktivieren, aber ich habe darauf jetzt auch keinen Bock gerade. Ach nee, verwirrt mich doch nicht. Ich bin gerade verwirrt und ich weiß, wie ich rennen muss, ja? Das nenne ich Talent. Ja, da rennt man jetzt. Ich renne da jetzt einfach so lange rum, bis ich irgendwo passendes gelandet bin. Wenn den Ding die Orientierung zu haben, das geht nicht. Ganz ehrlich, das geht nicht. Einmal nach unten. Kannst du mir bitte nicht im Weg rumstehen? Danke. Ja, in der letzten Folge habe ich es ja schon angesprochen. Ich bekomme gleich Mackey Essen. Wird noch etwas dauern, aber sollte gleich soweit sein. Irgendwie sieht es aus, als wenn ich da durch muss. Okay, doch nicht. Dachte schon. Dachte, ich hätte den richtigen Weg gefunden. Auch nicht wieder die Viecher. Ich hasse die. Oh Gott, und da ist jetzt auch noch ein Orbschalter. Leila, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Hier einmal Analyse auf den Orbschalter. Ich vermute Froster, weil der einfach so hell ist. So blau. Was? Ich hab's nicht gelesen. Scheiße.
Ich brauche noch mal kurz Layla. Gnome, ah. Hey, Socke, du musst mal Rocky hier rauslassen. Schlammbombe. Oder gleich hier die Dinger. Ich sag einfach mal gleich die Dinger hier. Okay, dann eine Schlammbombe noch. Oh cool, es hat geholfen. Oh cool, irgendwo ist ein Felsen runtergefallen. Ich vermute mal, wir sind richtig gegangen. Ich habe das eine ganz starke Vermutung. Hey, kommen wir da jetzt durch? Ja, wir kommen da jetzt durch. Davor ist man hier nicht durchgekommen. Nach unten, oder? Ihr braucht gar nicht kämpfen. Oder wie sieht's bei euch aus mit dem nächsten Level? Nee. Also ich glaube, um das Level zu erreichen, müssen wir jetzt 10 von den Dingern da kaputt machen. Und da ist schon, glaube ich, der Endboss drin. Wegen mir können wir das gerne versuchen, aber ich sehe da zu wenig Erfolg. Ja, genau deswegen. Weil ich einfach nur auf die Fresse krieg. Jetzt haben wir doch einige gekillt. Hat das jetzt irgendwas gebraucht? 300, glaube ich. Boah, nee. Ist überhaupt kein Bock. Ich lade dieses Ding auf. Ihr könnt wegen mir die Weile Schach halten. Und ich hau dann gleich volle Kanne drauf. Weil dieses Teil ist eigentlich ein gutes Aufpower-Ding, wo ich die Leute einfach daneben stellen könnte. Und die können sich dann wieder von allein aufladen. Okay. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt beim Boss sind. Ja. Da ist die Meuchelnatter, die etwas anders aussieht. Ich wechsle wie jedes Mal auf Layla und lasse die anderen beiden angreifen. Ich glaube, die schrumpft uns. Deswegen ist der Schrumpfhammer echt cool. Riesenboar. Könnt ihr die bitte einfach normal heißen? Hey, wir haben sie geschafft. Hä? Was sind da das für Gegner? Schwertohr behalten. Ja, cool. Was sind das für Gegner, die du irgendwie mit einem Schlag vernichtest? Also ich verstehe es halt echt nicht. Oh. Ich habe mir übelst die Panik gemacht, wo ich dachte, wir schrumpfen und dann sterben wir einfach. Und was ist? Ich hau da drei Blitze drauf und das Ding ist down. Also ich habe vieles gerechnet, aber nicht mit denen. Hey. Wie heißt der Lufti? Lufti. Muss ich der Heini sein? Ja. Hat wohl gepennt. Haben die ernsthaft den Namen von König Pfifferling in König Trüffel geändert? Was ist das für ein Sinn? Der Kleine hält euch sicher nur auf. Aber keine Sorge, ich kümmere mich hier um ihn. Aber eure Hoheit. Ruhe, mein Entschluss steht fest. Ihr drei habt große Dinge zu verbringen. Überlasst den Drachen einfach mir. Aber kommt doch hin und wieder vorbei und seht nach ihm. Was hält ihr davon, wenn wir ihn Flämmchen... Das ist sehr grauenhaft. Moment. Warum fragt ihr euch nicht eigentlich? Ihr würdet ohnehin zustimmen. Damit steht fest... Er heißt
Lufti, warum nennt ihr ein Flämmchen? Der Kanoni im Süden des Waldes hat seine Kanone wieder in Betrieb genommen. So kommt ihr im Feuertempel in die Wüste von El Oasis. Wenn ihr auf der Suche nach dem Tempel seid, ist das der nächstgelegene. Viel Glück auf euren Wegen. Ja. Das ist jetzt dann so eine Begegnung. Wir sind da, sagen Hallo und dann sagen die so, boah, nee, tschüss. Ja. Ja, ich möchte eigentlich nur kurz das Ding holen und dann speichern gehen und dann möchte ich gerne die Folge beenden, wenn ich das darf, Bertie. Das Schwert ist nämlich jetzt stärker geworden. Ja, cool. Ja, Aufbau macht, glaube ich, noch keinen Sinn. Das nächste Mal wieder, wenn wir Magie haben, weil... Okay, es kommt jetzt dann, glaube ich, ein sehr beschissener Gegner, aber die Gegner sind ja hier gar nicht so beschissen. Nö, ich will nur speichern. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Secret of Mana. Bis dahin, tschüss.